Und wir wollen einen Algorithmus uns jetzt näher angucken. Das ist eigentlich der Algorithmus, der in praktischen Anwendungen typischerweise verwendet wird. Und das ist der Quicksort-Algorithmus. Ja, und der heißt Quicksort, weil er halt auch irgendwie quick ist. Aber nicht in allen Fällen. Und doch das werden wir uns heute relativ genau angucken, wann der schnell ist und wann er vielleicht nicht so schnell ist. Und was wir tun können, dass er im Mittel halt immer schnell ist. Die Idee ist die folgende, das skizziere ich jetzt mal auf dem Blatt Papier hier. Stellen Sie sich vor, Sie haben irgendwie so eine Folge von Zahlen. Ich mache das wieder am Beispiel von Zahlen. Das ist diese Folge, die wir da gerade hatten. Und stellen Sie sich vor, ich mache jetzt das Folgende. Das hier oben ist irgendwie mein Feld A. Das ist hier an Position 1, das ist irgendwie Position 8. Und ich wähle mir jetzt ein beliebiges Element aus in dieser Folge und ich nehme jetzt mal, ich kann jedes beliebige nehmen, ich nehme jetzt mal das hier. Das letzte Element. Ich könnte genauso gut das erste nehmen, ich könnte eins in der Mitte nehmen, aber ich nehme jetzt mal das letzte. Und was ich jetzt mache, ich nehme jetzt mir sozusagen zwei Zeiger hier drauf. Einmal hier drauf und einmal hier drauf und laufe jetzt sozusagen mit dem Zeiger laufe ich nach links, mit dem laufe ich nach rechts, mit dem Zeiger laufe ich hier nach links. Und ich vergleiche jetzt die Elemente, auf die ich gerade zeige, mit diesem letzten Element. Idee ist, dass wenn ich sozusagen von links kommend auf ein Element treffe, was größer ist als das letzte Element hier, von rechts kommend auf ein Element treffe, was kleiner ist, dass ich deren beiden Positionen vertausche. Ja, das heißt, wenn ich das mal mache, wie gesagt, als Vergleich dient immer das letzte Element. Ja, ich würde jetzt also die 5 mit der 6 hinten vergleichen. 5 ist kleiner als 6. Darum gehe ich einfach eine Position weiter. Die 2 ist kleiner als die 6. Okay, und jetzt vertausche ich sozusagen die 2 mit der 8, sodass ich die folgende Situation bekomme. Warum ich das mache, wird gleich hoffentlich klar. Also die 5 bleibt hier stehen. 2 und 8 tauschen ihre Positionen. 3, 7, 9, 1 und 6 bleiben auch so. Den Zeiger lasse ich hier weiterlaufen. Das habe ich bearbeitet, gehe ich hier hin. Jetzt genau das Gleiche. 3 ist kleiner als 6, bleibt hier. Darum geht der Zeiger wieder um einen weiter. 7 ist größer als 6, okay. Jetzt gehe ich wieder von der anderen Seite los. Habe ich direkt einen, der kleiner ist mit der 1 als die 6 und ich vertausche wieder die 1 und die 7. Das heißt, dann habe ich da stehen 5, 2, 3, 1, 9, 7, 8, 6. Sie sehen vielleicht schon, was jetzt hier entsteht. Am Anfang landen irgendwie die Elemente, die kleiner sind als die 6. Am Ende landen die Elemente, die größer sind als die 6. So, dann muss ich, wenn ich den, die 1 vertauscht habe, habe ich den Zeiger einmal hier. Und von der 1 kommend habe ich den Zeiger auch hier. Ja, und jetzt habe ich sozusagen, haben sich diese beiden Zeiger von links und von rechts kommend getroffen. Jetzt mache ich den letzten Schritt und vertausche sozusagen die aktuelle Position, die 9. Die 9 hier mit dem letzten Element. So, was habe ich erreicht? Dann habe ich stehen 5, 2, 3, 1, 6, 7, 8, 9. So, was ich gerade sagte, hier habe ich Elemente, die sind alle kleiner als das ursprüngliche Vergleichselement. Hier habe ich Elemente, die sind alle größer als das ursprüngliche Vergleichselement. Und was kann ich jetzt über das Element 6 aussagen? Das ist sozusagen an der richtigen Position. Die 6 habe ich dadurch jetzt an die richtige Position gebracht.
So, und was kann ich jetzt machen? Hat irgendjemand eine Idee, was ich jetzt mit dem Wissen machen kann, dass ich sozusagen hier sind alle kleiner als 6, hier sind alle größer als 6, was ich mit der Information jetzt machen kann? Hm? Genau. Also, wir würden jetzt sozusagen das gleiche Prinzip, ich schreibe mal hin und nun, Fragezeichen, wir wenden das gleiche Prinzip auf die beiden Teilfelder an. Ja, das haben wir gerade gemacht. Das habe ich auch gerade schon hingeschrieben. Das haben wir erreicht, die 6, sozusagen als, das nenne ich dann meistens Pivot-Element oder Vergleichselement. Ja, das wird an die richtige Position gebracht. Das wird an die richtige Position gebracht. Alles, was links davon steht, ist kleiner oder gleich. Je nachdem, wie ich jetzt genau die Vergleiche ausführe, entweder kleiner oder kleiner gleich. Und rechts davon ist es größer oder gleich. Dass die 7, 8, 9 jetzt hier in der richtigen Reihenfolge stehen, das ist jetzt Zufall, das muss nicht immer der Fall sein. So, Quicksort ist, wenn ich das jetzt so betrachte, auch ein Divide-and-Conquer-Ansatz, genauso wie ich das bei dem Merge-Sort gemacht habe. Ja, also ich zerlege sozusagen das Feld, was ich sortiere, jetzt auf eine andere Art und Weise, als wir das bei dem Merge-Sort gemacht haben. Bei dem Merge-Sort haben wir erst erst aufgeteilt und dann sozusagen diese beiden Folgen ja, quasi durch Rekursion sortiert und dann wieder zusammengefügt. Ja, und hier mache ich sozusagen, sieht der Aufteilungsschritt ein bisschen anders aus. Da mache ich halt schon wirklich Arbeit, indem ich da sozusagen einmal durchhoppele durch das Feld mit diesem Vergleichselement vergleiche. Ja, das heißt, in diesem Aufteilungsschritt, ja, der bei Merge Sort sozusagen O von 1 war, passiert hier jetzt wirklich Arbeit. Das heißt, das Feld wird zerlegt und umgeordnet in diese beiden Teilfelder. Jetzt hier sozusagen wieder abstrakt beschrieben mit AP bis AR ist das gesamte Feld und ich zerteile das, indem ich mir ein Element rausgreife und anhand dieses Vergleichselementes das Feld zerlege in den Bereich A von P bis Q minus 1. Ja, in AQ landet das Vergleichselement und in dem Bereich von Q plus 1 bis AR oder bis R landet halt der Bereich, der größer ist als das Vergleichselement. So, dann der Conquer-Schritt, das ist diese Zerteilung und das Umordnungsprinzip. Das kann ich rekursiv machen, das werden wir jetzt auch so machen, weil es für die Erläuterung des Algorithmus ein bisschen einfacher ist. Ich werde Ihnen am Ende aber auch eine iterative Variante vorstellen, weil die einfach für die praktische Implementierung einfach schneller ist. Ja, ein wesentlicher Unterschied zu dem Merge-Sort ist, ich brauche keinen zusätzlichen Platz. Das verläuft in situ, das heißt sozusagen innerhalb des vorhandenen Platzes. Ja, ich habe also nicht die Anforderung wie bei dem Merge-Sort, wo ich quasi den gleichen Speicherplatz des Arrays nochmal benötige, um sozusagen diese Kopien des rechten und des linken Teiles zu erstellen. Das brauche ich hier nicht. Ja, und der Aufruf sieht dann wie folgt aus. Genau, wir brauchen einmal das, was ich Ihnen gerade skizziert habe, eben handschriftlich. Das wird eine Routine werden, die nenne ich jetzt hier Partition oder Partition. Ja, da teilen wir die Folge auf. Da müssen wir uns halt überlegen, wie wählen wir da ein Vergleichselement aus. Ja, und wenn ich das gemacht habe, da kommt quasi die Position raus, ja, Q des Elementes, was sozusagen dann an der richtigen Stelle ist. Ja, und dann rufe ich zweimal den Quicksort rekursiv auf, einmal für die Folge von P bis Q minus 1 und von Q plus 1 bis R. Ja, genauso wie ich das gerade in dem Bildchen skizziert habe. Und der initiale Aufruf wird sein, wenn wir eine Folge der Länge n haben, ja, dann ist der initiale Aufruf Quicksort A 1 bis n. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wie wir das
Also ich denke, das ist klar. Ne? Das haben wir irgendwie gerade gesehen. Wenn ich das so aufteile, diese rekursive Verschachtelung, das ist ja schön an so einer Rekursion. Das kann man immer relativ schön und einfach erläutern. Ich muss mir jetzt Gedanken machen, wie ich diese Routine hier realisiere, diese Routine-Partition, ja, wo ich also sozusagen ein Vergleichselement auswähle und dann dieses Array so aufbaue, wie wir das hier gesehen haben. Ja, also genau so. Ja. Dass wir hier ein Element auswählen und dann diese Aufteilung hinbekommen. Und ein Vorschlag wäre der folgende. Ne, das ist falsch, da muss ich hin. Die sogenannte Lomuto-Partition. Anderes Beispiel, gucken wir uns mal an, was hier passiert. Also wir wählen bei diesem Beispiel oder bei dieser Partitionierungsvariante, wählen wir, wie ich das eben auch gerade dargestellt habe. Ja, also ich möchte jetzt von P bis R, das ist sozusagen mein gesamtes Feld, initial wäre das 1 und N, wähle ich das letzte Element aus. Ja, das ist sozusagen mein sogenanntes Pivot-Element. Dann setze ich mir quasi, ich schreibe die mal hier hin, I, also hier ist P, hier ist R, ich setze mir hier an dieser Stelle das I vor das erste Element des Feldes, dann lasse ich eine Schleife laufen in der Zeile 3, ja, sozusagen da fange ich an beim ersten Element des Feldes bei P, das heißt wir haben einen J. Das steht auch hier. Und wir laufen bis zum vorletzten Element. Wir laufen bis zum vorletzten Element, R-1. Ja, das ist hier. Das ist mein Element, mit dessen Hilfe ich hier sozusagen diese Partitionierung mache. So, was passiert? So, ich vergleiche jetzt das aktuelle Element, also das aktuelle Element wird durch den Schleifenindex J beschrieben, vergleiche ich mit dem Vergleichselement. Wenn das der Fall ist, dann erhöhe ich sozusagen, dann merke ich mir mit dem I quasi das Element, das heißt, das I wird um einen weitergesetzt, das I in diesem Fall jetzt hier, wenn wir das machen, ja, das, die 2 ist kleiner als die 4, das heißt, das I wandert um einen weiter. Jetzt wird es ein bisschen eng hier. Das I ist hier. Ich vertausche AJ mit AI. In diesem Fall passiert gar nichts, weil I und J auch den gleichen Wert haben. Dann läuft die Schleife weiter. J geht auf das nächste Element. J ist hier. Vergleiche wieder. Das AJ ist nicht kleiner als das Pivot-Element. Ja, 8 ist nicht kleiner als die 4. Das heißt, ich gehe weiter mit meinem J. J ist hier. Hier genau das Gleiche. Vergleiche die 7 mit der 4. Ja, auch das führt nicht dazu, dass ich diesen Code hier ausführe. Auch da gehe ich wieder ein Element weiter und ich lande hier. So, jetzt wird es wieder spannend. Ich bin jetzt sozusagen über eine gewisse Anzahl von Elementen, die größer sind als das Vergleichselement. Also ich habe jetzt nicht explizit, wie eben bei dem Beispiel, einen Zeiger von links und einen Zeiger von rechts, sondern das merke ich mir jetzt quasi implizit hier, indem ich nämlich einfach über Elemente, die größer sind als mein Vergleichselement, einfach hinweggelaufen bin. Ja? Und ich setze jetzt einfach das I. I steht jetzt an der Stelle sozusagen des am weitesten rechts stehenden Elementes, was kleiner ist als mein Vergleichselement. Ja, und zwar in dem Bereich, den ich bislang untersucht habe. Das ist der hier, ja, von 2 bis 1. Also zwischen bis zum Element J ist I der Index, sozusagen der am weitesten rechts steht, der kleiner ist als das Vergleichselement.
Ich setze jetzt sozusagen dann das i um einen weiter. Das heißt, das i steht dann auf jeden Fall auf einem Element, was größer ist als das Vergleichselement. Mit j habe ich sozusagen ein Element gefunden, was kleiner ist als das Vergleichselement. Darum kann ich jetzt das Element und das Element miteinander vertauschen. Ja, das heißt, was entsteht? Hier kommt die 2 hin, hier kommt die 1 hin, hier kommt die 8 hin, hier kommt die 7 hin, hier kommt die 3 hin, hier kommt die 5 hin, 6 und 4. Ja, also das vertausche ich. So, dann geht das i um einen weiter, das j um einen weiter. Das j geht hier hin. Und da passiert genau das Gleiche. Ja, ich vergleiche wieder aj hier an dieser Stelle. An dieser Stelle das aj mit meinem Pivot-Element. Die 3 ist kleiner als die 4. Aha, ich mache wieder was. Ich setze das i um einen weiter. Das steht jetzt auch noch auf einer Position eines Elementes, was größer ist als das Pivot-Element. Und ich vertausche sozusagen 3 und 7. Ja, also das aj, aj an der, mit dem Wert 3 und das Element ai mit dem Wert 7. Die beiden vertausche ich und da kommt dann raus 2, 1, 3, 8, 7, 5, 6, 4. So, das J geht wieder einen weiter. Das steht dann hier. So, ich vergleiche, die 5 ist größer als die 4. Darum geht das J wieder einen weiter. Dann lande ich hier. Das J ist größer als die 4. Ja, darum, das ist sozusagen der letzte Schritt, den ich durchführe. Es soll ja hier nur bis r-1 gehen. Das heißt, an der Stelle bin ich fertig. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Jetzt muss ich noch, was muss ich noch machen? Ich beende die Schleife und dann komme ich an diese Stelle hier. Ich vergleiche jetzt sozusagen noch das Element, oder vertausche noch das Element, das Vergleichselement mit der Position i plus 1. Die Position i plus 1 war hier. Das heißt, ich bringe die hier hin, an diese Stelle und habe dann letztendlich 2, 1, 3, 4, 7, 5, 6, 8. Das müsste jetzt sozusagen die Folge sein. Das passt sozusagen. Und was habe ich erreicht? Das ursprüngliche Vergleichselement, das war das hier. Das steht an der richtigen Position. Die Elemente sind kleiner als die 4 und die Elemente sind größer als die 4. Da müssen wir uns jetzt gleich noch überlegen, ob das auch wirklich immer funktioniert. Das fiel jetzt so ein bisschen, ganz klein bisschen vom Himmel. Ja, so das i ist ja irgendwie stehen geblieben. Also da müssen wir uns jetzt noch genau überlegen, dass das auch tatsächlich in allen Fällen das richtige Ergebnis liefert. Ja, und wir müssen uns überlegen, wie aufwendig das Ganze ist und wie aufwendig dann sozusagen auch der Teil ist, diese rekursiven Aufrufe. So, was machen wir, um die Korrektheit zu zeigen, dann machen wir das wieder mit dieser Schleifen-Invariante. So, ja, was ist irgendwie sozusagen eine Invariante bei dieser Schleife? Ja, also die Idee ist ja bei der Invarianten, ich überlege mir jetzt irgendeine Bedingung, die sozusagen zum Beginn der Schleife gilt, die mit jedem Schleifendurchlauf gültig bleibt und aus der Terminierung der Schleife dann folgt, die Korrektheit der Aussage. Also die Aussage, die wir hier sicherlich haben oder die wir nachweisen wollen, ist, dass Partition genau das, was ich jetzt hier mit diesem grünen, mit der grünen Farbe gekennzeichnet habe, gültig ist, dass nämlich der Teil hier kleiner gleich dem Vergleichselement, in diesem Fall die 4 ist, und der Teil hier hinten größer der 4 ist. Ja, und wir machen einfach sozusagen als Invariante das Folgende.
Wir werden genau das sozusagen, was ich hier eben als grün gekennzeichnet habe, das werden wir quasi nehmen, mehr oder weniger als Bedingung, und zwar verfeinert jetzt sozusagen während der Schleife wie folgt. Zu Beginn der Schleifeniteration, also Zeilen 3 bis 6, das ist ja sozusagen der Umfang der Schleife, gilt für jeden Index k das folgende. Falls k zwischen p, das war ja der Anfang meines Feldes, zwischen p und i liegt, dann gilt, dass ak kleiner ist als unser Pivot-Element. Ja, das ist, hatten wir eben gesehen, dieses i, das wandert ja sozusagen von links nach rechts, ja, und sozusagen hinterlässt eine Spur von Zeichen sozusagen oder von Eingabeelementen, die kleiner sind als unser Vergleichselement. Ja, hier hatten wir die 2, hier hatten wir in der Zeile hatten wir dann 2, 1, hier hatten wir dann 2, 1, 3. Ja, das sind alles Elemente gewesen, die kleiner sind als das Vergleichselement. Falls gilt dass das i liegt zwischen k plus 1 und j minus 1. Quatsch. Zwischen i plus 1 und j minus 1. Ja, das war sozusagen der Teil, was ich eben sagte, ja, bis zum j. Ja, das war irgendwann mal hier. Ja, der Teil hier war das in dem... In der Zeile, dann gilt nein, das ist echt größer. Ja, also für den Teil sind wir größer als unser Vergleichselement. Und als drittes, falls k gleich r, dann ist ak gleich Pivot. Ja. Für den Teil zwischen j und r minus 1 können wir noch nichts sagen. Ja, die haben wir noch nicht untersucht. Also wenn ich das nochmal in so einem Bild aufmale hier, wenn das mein Feld ist, und hier haben wir quasi p, hier haben wir i, hier haben wir i plus 1, hier haben wir j, hier haben wir r, das ist unser Vergleichselement, ja, Pivot. Dann ist der Teil kleiner als x, der ist größer als x, über den wissen wir noch nichts. Und wenn wir mit dem j quasi hinten angekommen sind, ja, dann ist sozusagen der letzte Schritt, das ist ja in Zeile 7, ja, dann vertauschen wir sozusagen diese beiden Elemente und haben auf jeden Fall das Endergebnis, was wir da eben als Bildchen schon hatten, dass nämlich das Element hier hinten, das Pivot-Element an der richtigen Position ist. So, jetzt müssen wir uns überlegen, warum das gilt. Also, wir müssen jetzt zeigen, dass diese Schleifeninvariante gilt. Das heißt, wir gucken uns an, wie sieht das zum Zeitpunkt der Initialisierung aus und wie sieht das zum Zeitpunkt aus, sozusagen, was passiert mit jedem Schleifendurchlauf. So, vor der ersten Iteration was gilt da? Da haben wir gesetzt i zu p minus 1, j wird zu p, das heißt, es gilt i
ISP-1, JSP. Und somit, was ist passiert sozusagen mit diesen beiden Bereichen, die wir hier haben? Das sind ja einmal von A von P bis I. Ja, das ist sozusagen der erste hier. Der ist leer. Und der zweite Bereich, somit sind die Bereiche A, P bis I und von A von I plus 1 bis J minus 1 sind die beiden Bereiche leer. Das heißt, die Bedingungen sind sozusagen trivialerweise erfüllt. Und die dritte Bedingung gilt wegen, ja, das machen wir ja genau hier, ja, in Zeile 1. Da machen wir genau diese Zuweisung. Damit sind 1 und 2 erfüllt und 3 gilt wegen Zeile 1. So, jetzt müssen wir uns um die Aufrechterhaltung kümmern. Und zwar müssen wir jetzt zwei Fälle unterscheiden, und zwar je nachdem, was passiert mit diesem Vergleich. Ja? Wird der zu true oder wird der zu false evaluiert? Ja? Und die beiden müssen wir jetzt unterscheiden. Fall 1. Sagen wir mal AJ ist größer als das Pivot-Element. Das heißt ja, wir führen Zeile 5 und 6 nicht aus, sondern gehen sozusagen direkt in den nächsten Iterationsschritt der Schleife hinein. Also, was passiert in dem Fall? Wir vergrößern im Prinzip den Bereich. In dem Fall, AJ ist größer als das Pivot, was machen wir? Dann setzen wir ja hier das J um einen weiter nach rechts. Das heißt, das J steht hier. Wir nehmen ein Element dazu. Das Element haben wir gerade verglichen. Mit Hilfe dieses Vergleiches. Ja, das hat ja dazu geführt, okay, AJ ist größer als Pivot. Das heißt, diese Aussage gilt auch genau für dieses Element. Ja, das hat der Vergleicher gerade ergeben. Also das gilt auf jeden Fall. Ja. An dem I hat sich nichts verändert. Ja. Das bleibt so, wie es ist. Das galt vorher, also gilt es auch hinterher. Und an dem hat sich auch nichts verändert. Das bleibt also auch. Also in dem Fall AJ größer als Pivot, passt das. So, mal gucken. Was machen wir jetzt in dem Fall? Schauen wir mal, ob ich das wieder so schön einsetzen kann. Fall 2. Fall 2 wäre jetzt, dass AJ kleiner gleich Pivot ist. Fall 2. So, was passiert? Wir haben AJ verglichen. Und was machen wir jetzt? Wir erhöhen I um 1 und tauschen AJ und AI. Malen wir uns das mal hier unten ein. Das ist I plus 1. Das ist das Element AJ. Das Element ist kleiner als Pivot. Das ist das Element da hinten. Und was jetzt passiert, wir vertauschen, das ist definitiv hier größer als Pivot, weil es ja zu dem Bereich hier gehört. Und was wir jetzt machen, wir vertauschen diese beiden Elemente. Das heißt, wir haben die Situation, das Element, was größer war, haben wir jetzt hier hinten dran gehängt und das Element, was kleiner war, haben wir hier hingehängt. Ja?
Und damit passt das natürlich wieder unsere Aussage. Ja, das i ist ja erhöht. Das i ist jetzt hier an dieser Stelle. Das machen wir auch mal in grün. Das ist unser neues i. Das haben wir erhöht. Ja. In dem Schritt vorher war es i plus 1. Jetzt ist es das neue i. Und der Bereich ist jetzt kleiner als x. Und dieser Bereich ist sozusagen jetzt größer als, Pivot. Entschuldigung. Der ist größer als Pivot. Ja, also das sieht eigentlich alles ganz vernünftig aus. So, und jetzt gucken wir uns noch an, was passiert zum Zeitpunkt der Terminierung. Also beide Fälle, machen wir erstmal, also beide Fälle halten Bedingung 1 bis 3. So, und dann, was passiert zum Zeitpunkt der Terminierung? Zum Zeitpunkt der Terminierung gilt ja, dass j gleich r ist. Ja? Wir sind sozusagen aus der Schleife rausgesprungen. Hier oben sieht man es besser. Wir sind aus der Schleife rausgesprungen. Sozusagen Abbruchbedingung ist, wenn j den Wert r minus 1 annimmt. Ja, es wird dann sozusagen noch einmal erhöht. Das heißt, der Abbruch beim Abbruch, beim Ausstieg aus der Schleife hat j den Wert r. Das heißt, wir haben die Situation. Male ich nochmal hin hier. Wir haben hier das P, wir haben hier irgendwo unser I. Wir haben hier unser R und unser J. Ja, das ist sozusagen das letzte Element gewesen. Das Vergleichselement. Wir haben, das ist kleiner als, wenn wir das jetzt mal hier X nennen, das kürzer ist, das ist größer als X. Das ist die Situation, die wir haben. Ja, was machen wir jetzt? Jetzt in der letzten Zeile vertauschen wir AR, das letzte Element, mit dem Element AI plus 1. Gucken wir mal, ob das passt. AI plus 1, das ist da. Das ist auf jeden Fall ein Element, was größer ist als das letzte Element x hier. Das heißt, die beiden werden jetzt vertauscht im letzten Schritt. Ja, wir haben hier dann unser mittleres Element. Am Ende steht dann sozusagen in der neuen Konstellation auf jeden Fall ein Element, was größer ist als dieses x, weil das ja vorher auch in diesem Bereich hier stand. Ja, das heißt, auch da passt weiterhin dann die Situation. Das heißt, wir haben dann die Situation, das war unser altes i, das ist jetzt hier quasi das Feld i plus 1 gewesen. Hier haben wir das p, hier haben wir das r, hier haben wir Sachen, die sind kleiner als x, hier steht das x und hier stehen die Sachen, die größer sind als x. Ja. Das heißt, damit ja, die Routine Partition, wie wir sie genannt hatten, oder Partition, Partition, liefert genau das spezifizierte Ergebnis. So, jetzt überlegen wir uns noch ganz kurz, wie aufwendig ist das? O von n minus 1, also linearer Aufwand, das ist genau richtig. Warum ist das linearer Aufwand? Wenn wir einfach durchzählen, Zuweisung, O von 1, Zuweisung und eine Rechenoperation, O von 1. Schleife, müssen wir uns gleich angucken, die Indizes, hier Vergleich O von 1, Zuweisung, O von 1. Swap, da habe ich jetzt nicht gesagt, wie würden wir so eine Routine des Swaps schreiben? Da habe ich noch nichts zu gesagt. Also die soll einfach nur die beiden Elemente vertauschen. Hm? Genau, so ein Dreieckstausch. Ich brauche eine Hilfsvariable. Ne? Also auch drei Schritte, drei Zuweisungen, also auch O von 1.
Hier genau das gleiche, O von 1, O von 1. Das heißt, wir müssen uns angucken, wie aufwendig ist das, eine Schleife von sozusagen Anfang des Feldes bis zum Ende des Feldes. Ja, und wenn wir dann mit 1 bis n einsteigen, sind wir bei linearer Laufzeit. Ja, also Laufzeit linear in Größe der Eingabe. Das heißt O von n, wenn Eingabe n groß ist. Ja. Und das wird auch nicht schneller. Das heißt, da können wir sogar hinschreiben, das ist Theta von n. Was fehlt uns jetzt noch? Wir müssen uns jetzt Gedanken machen, wie aufwendig das Ganze ist. Auch das ist nicht so ganz einfach. Aber auch das mache ich nochmal ausführlich. Das machen wir nicht, wir werden es nicht bei allen Algorithmen so ausführlich machen. Ja, aber so zum Anfang ist das mal ganz gut. Das gehört eigentlich schon immer dazu. Manchmal entwickelt man dann aber auch irgendwann so eine gewisse Intuition und muss dann vielleicht nicht mehr alles im Detail zeigen. Aber jetzt machen wir das nochmal so genau. Und zwar wollen wir das Ding analysieren. Ja, also wir gehen davon aus, erstmal alle Eingabeelemente sind verschieden. In der Praxis wird es irgendwie andere, gibt es bessere Partitionsalgorithmen, wenn Elemente irgendwie doppelt vorkommen. Und jetzt nehmen wir an, wie wir das bislang auch immer gemacht haben, Laufzeit bezeichnen wir mit T von n. Also jetzt analysieren wir das Ganze. Auch da können wir jetzt mehrere Fälle unterscheiden. Ja, also der Algorithmus wählt sich ein Element aus. Wir haben das jetzt sozusagen als Element genommen, das letzte Element, und partitioniert dann sozusagen die ganze Folge anhand dieses Vergleichselementes. Wovon hängt dann sozusagen die Laufzeit, wovon wird die abhängen? Was meinen Sie? Wenn Sie jetzt vorstellen, wie sieht denn das aus? Denken Sie auch, wie wir das bei diesem Merge-Sort gemacht haben. Ja, da war es ja irgendwie gut, dass wir das Feld so aufteilen, dass möglichst immer zwei gleich große Teile entstehen. Da hatten wir irgendwie so einen Baum, der dann da, das haben wir irgendwie so aufgezeichnet. Das war hier unser Divide-and-Conquer-Ansatz. Ja, da hatten wir irgendwie gesagt, Divide-and-Conquer-Ansatz von dem Merge-Sort war ja so, wir haben irgendwie eine Folge der Länge n und die teilen wir dann auf in zwei möglichst gleich große Folgen der Länge n halbe und das machen wir dann sozusagen weiter runter. Ja, also es ist irgendwie gut, wenn dieser Baum, der da entsteht, wenn der sich möglichst breit irgendwie auffächert und dass diese Teile, die da entstehen, auch möglichst gleich groß sind. Das ist bei dem Quicksort jetzt ganz ähnlich. Und zwar auch da machen wir eine Fallunterscheidung. Quasi nach der Güte der Aufteilung. Und zwar der erste Fall ist der folgende. Wenn Partition immer das kleinste oder das größte Element der Folge auswählt, wie sieht das dann aus? Dann habe ich im Prinzip Folge der Größe n. Und das teile ich dann auf in zwei Teile, und zwar in einen Teil, der besteht aus genau einem Element, und einem Teil, der besteht aus n-1 Elementen, wenn das also n Elemente sind. Dann sind das n-1 Elemente. Ja, also wenn ich das irgendwie ganz ungeschickt wähle, wenn das Vergleichselement beispielsweise das kleinste Element ist, ja, dann ist sozusagen in dem Teil vor dem Vergleichselement, ja, das wäre eigentlich hier, der ist leer, der Teil, der dahinter kommt, das sind alle bis auf 1 und das ist dann das Vergleichselement. Das wäre also, und wenn sich das im Prinzip so fortsetzt, ja, dann haben wir hier sozusagen insgesamt n Elemente, das teilt sich dann wieder auf hier, in ein Element und in
n-2 Elemente und so weiter und so fort. n-3 Elemente und irgendwann kommt man dann an, dass ich sage, hier habe ich noch genau 2 Elemente. Ja, wie hoch wird das Ding denn hier? Wir haben gesagt, der Aufwand für, ich rechne das jetzt mal vereinfacht, der Aufwand hier zum Zerteilen ist linear. Das heißt, da haben wir irgendwie n. Hier haben wir irgendwie n-1, n-2, n-3 bis runter zu 1. Ja, das ist sozusagen der Aufwand, der da entsteht. Und ich habe insgesamt natürlich, wenn ich von n runtergehe auf 1, habe ich eine Höhe von n oder eigentlich n-1. So, wenn ich das jetzt sozusagen vom Aufwand her summiere, was kommt da raus? Das heißt, wir haben da irgendwie Summe, wenn wir irgendwie als Laufindex nehmen, hier k gleich 1 bis n, ja, dann kommt daraus, ist gleich von k. Ja, was ist das? Was kommt da raus? Das ist irgendwie n mal n plus 1 halbe. Und das in Aufwand gesprochen wäre n Quadrat. Ja? Das wäre sozusagen der ungünstigste Fall. Also wenn wir den Fall haben, dass wir sozusagen so unglücklich, dass dieses Partitionselement auswählen, dann kommen wir leider auch nicht über die Laufzeit von dem Insertion Sort hinaus. Wenn wir uns gleich Gedanken machen, dass wir vielleicht, dass das in der Praxis halt eigentlich unwahrscheinlich auftritt. Zweiter Fall. Der zweite Fall ist jetzt sozusagen genau das Gegenteil. Erzeugt zwei gleich große Felder. Ja, das ist sozusagen auch dann der Best Case. Also das eine war der Worst Case, das ist hier der Best Case. Ja, da passiert im Prinzip genau das Gleiche, was wir beim Merge Sort schon gehabt haben. Ja, da haben wir auch wieder, wenn wir das aufteilen, dann haben wir, ich schreibe jetzt mal nur einfach die Größen der Folgen hin, mal das jetzt nicht mehr, dann haben wir n, dann haben wir irgendwie n halbe, dann haben wir irgendwie n Viertel. Und so weiter, bis wir runterkommen zu 1. Und das ist, haben wir auch schon mal gehabt, das hat die Höhe log n, ja, wenn wir das so immer halbieren, in jedem Schritt haben wir dann im Prinzip Aufwand n und wir haben im Prinzip einen Gesamtaufwand als Summe, da kommt dann raus O von oder Theta von n log n. Das ist von der Analyse her dann im Prinzip genauso, wie wir das bei dem Merge Sort gemacht haben. So, jetzt müssen wir uns noch irgendwie überlegen, das sind ja beides jetzt Extremfälle, was passiert denn, sage ich mal so, im mittleren Fall? Und das werde ich nur andeuten, das ist relativ kompliziert, wenn man das formal bis, von Anfang bis Ende macht. Da werden wir uns nur mal so die Idee anschauen, wie man das im Prinzip machen kann. Der dritte Fall, wir wählen das Vergleichselement zufällig aus. Und zwar wie folgt, wir gehen mal davon aus,
dass in etwa der Hälfte der Fälle die folgende Situation eintritt. So, das ist unsere Folge der Länge n. 1, wir haben irgendwie hier n und wir haben hier so einen Bereich und hier so einen Bereich, das ist irgendwie n Viertel, das ist 3 Viertel n. Und in der Hälfte der Fälle wird das Element aus diesem Bereich kommen, also irgendwie so mehr in der Mitte gelegen. Wenn das der Fall ist, was passiert dann? In diesem Fall hat, also dann entstehen ja auch weiterhin zwei Teilfelder und dann können wir was aussagen über die Größe dieser entstehenden Teilfelder. In diesem Fall hat das Größere der entstehenden Teile höchstens 3 Viertel, das war jetzt ein bisschen schnell, dann hat das größere der entstehenden Teilfelder höchstens 3 Viertel n Elemente, nämlich genau dann, wenn es entweder am linken Rand von diesem Bereich liegt oder am rechten Rand von dem Bereich liegt. Ja, wenn es also beispielsweise genau hier liegt, ja, dann haben wir sozusagen einen Bereich, der aufgeteilt wird und der zweite Bereich sind halt 3 Viertel der Elemente. So, was können wir dann machen, wenn wir uns jetzt diese Situation vorstellen? Wie sieht dann dieser Rekursionsbaum aus, der da entsteht? Das heißt, wir haben hier irgendwie n. Dann haben wir irgendwie hier n Viertel. Wir haben hier 3 Viertel n. Und wenn ich das jetzt mal so weitermache, wenn sich das in jedem Schritt so fortsetzt, was kommt dann raus? Dann haben wir hier n Sechzehntel, dann kommt 3 Sechzehntel n. Also auch dieses n Viertel wieder aufteilen in dem Verhältnis 1 Viertel, 3 Viertel. Genauso mit 3 Viertel, dann kommen wir hier auch 3 Sechzehntel n. Und 9 Sechzehntel n. Und wenn wir dann unten landen, Elementen der Größe 1, dann haben wir auch hier eine Höhe, die logarithmisch ist, ein klein bisschen anders jetzt. Und zwar ist das der Logarithmus von 4 Drittel, oder zur Basis 4 Drittel. Der Logarithmus n zur Basis 4 Drittel. Genau, auf jeder Ebene entsteht auch wieder dann Aufwand n. Und als Summe haben wir dann ergibt auch wieder O von n log n. Ja? Die Konstante, die wir hier haben, ist relativ egal. Ja, ob wir hatten das beim letzten Mal, hatten wir irgendwie Basis 2, hier haben wir jetzt halt Basis 4 Drittel. Ja, das ist gar nicht spannend. Spannend ist, dass es wieder sich um logarithmischen Aufwand handelt. Das soll uns, sagen wir so, für die Analyse erstmal genügen. Also wir haben sozusagen im mittleren Fall, fassen wir das ganz kurz zusammen. Im schlechtesten Fall haben wir n², also quadratischen Aufwand. Im besten Fall hatten wir irgendwie logarithmischen Aufwand. Und im Average Case haben wir auch
logarithmischen Aufwand. Man müsste das eigentlich jetzt noch ein bisschen verfeinern, wie das mit diesem mit dem Average Case aussieht. Das will ich aber jetzt, weil das relativ lange dauert, gehe ich da mal drüber hinweg. Ich führe das vielleicht nochmal in diesem elektronischen Skript aus. Das ist aber vielleicht dann im Detail auch nicht so super spannend. Also, wann tritt beispielsweise dieser Worst Case auf? Wenn wir beispielsweise so vorgehen, wie wir das bei dieser Partitionierung hier gemacht haben, dass wir uns das letzte Element rausgreifen, dann würde der auftreten, wenn man die Folge bereits sortiert ist. Ne? Also, wann tritt Das ist ja vielleicht kein ganz untypischer Fall. Was kann man tun, um das sozusagen zu verhindern? Das stelle ich noch ganz kurz vor. Indem man sozusagen die Auswahl dieses Elementes, dieses Pivot-Elementes, indem man das ein bisschen variiert. Und das will ich ganz kurz skizzieren. Da gehen wir mal nochmal zurück auf die Folien. Das haben wir ja hier gemacht. Wir haben die hier ausgewählt, dieses Pivot-Element als das letzte. Ja, und wenn ich beispielsweise eine bereits sortierte Folge habe, ist das sicherlich keine gute Wahl. Das heißt, da müssen wir ein bisschen dran drehen. So, das, was man tun kann, wäre, es gibt mehrere Varianten, die ich da irgendwie ansetzen kann. Was ist dann beispielsweise hier? So eine randomisierte Partition, hier ganz einfach gemacht, indem dass ich sage, ich wähle mir jetzt eine zufällige Zahl aus der Bereich, den ich sortieren möchte, geht von P bis R, also initial von 1 bis N. Ja, ich wähle mir jetzt zufällig ein Element aus. Ja, und wenn ich das sozusagen meiner ursprünglichen Partition, die ich unverändert lasse, voranstelle, dass ich einfach das Element R mit dem Element I tausche, ja, dann kommt das zufällig ausgewählte Element ans Ende der Folge. Ja, dann kann ich genauso weiterarbeiten. Das wäre irgendwie eine Möglichkeit. Sonst würde sich nichts ändern. Ich würde dann sozusagen eine Routine hier schreiben aus Quicksort, wird randomized Quicksort. Und sozusagen, ich vertausche hier nur die Aufrufe, das Partition wird zu randomized Partition und die rekursiven Aufrufe verwenden dann natürlich auch dieses randomized Quicksort. Ja, also der einzige Unterschied, ich wähle zufälliges Pivot-Element aus und wähle nicht das letzte Element. So, das haben wir gemacht. Dann können wir noch was anderes machen. Nächste Möglichkeit wäre die folgende. Ach genau, das müssen wir noch machen. Dass ich sage, da gehe ich noch mal ganz kurz hier hin. Also erste Variante wäre randomized. Zweite Variante wäre die folgende, dass ich beispielsweise sage, das ist mein Feld von P bis R. Ich nehme mir jetzt das erste Element, das letzte Element und ich nehme mir eins, was in der Mitte liegt. Also jetzt Mitte bezogen auf die Indizes. Ja, also das ist dann irgendwie AQ. Und also das ist ja die unsortierte Folge. Er schreibt nicht mehr so richtig. Tinte geht wohl leer. Unsortiert, ich wähle sozusagen den Median aus, also das mittlere Element aus A, P, A, Q und A, R. Ja? Das zu ermitteln,
ist auch konstant vom Aufwand her. Ja, ich muss nur auf diese drei Elemente zugreifen und dann irgendwie miteinander vergleichen. Ja, wenn AP kleiner ist als AQ und AP kleiner ist als und AQ kleiner ist als AR, dann wie viele Vergleiche muss ich denn durchführen? Ja, und dann nach drei Vergleichen habe ich auf jeden Fall raus, was das mittlere Element ist. Das heißt, das ist vom Gesamtaufwand konstant. Auch das würde ich beispielsweise dann anstelle anstelle dieser einen Zeile hier verwenden. Ja, wir haben hier gesagt, so, wir bestimmen das Pivot-Element als das letzte Element der Folge. Ja, und das würde ich ersetzen beispielsweise durch Median aus P, R und ich schreibe mal P plus R halbe. Ja? Also sozusagen das mittlere Element. Muss man noch runden, sonst passt das nicht. Wäre eine andere Alternative sozusagen. Und das sind alles Dinge, die werden Sie im Rahmen des Praktikums ausprobieren. Da kriegen Sie, glaube ich, die Aufgabe, wie gesagt, den Quicksort mal zu implementieren mit mehreren Varianten da. Da kriegen Sie auch irgendwie Beispielfolgen von mir, anhand derer Sie dann auch die Laufzeit messen sollen. Probieren Sie da mal aus, unterschiedliche Partitionierungsvarianten, und dann werden Sie sehen, dass das durchaus wichtig ist. Dann vielleicht noch so zum Abschluss, also die erwartete Laufzeit. Ist O von n log n. Worst-Case-Laufzeit, kommen wir nicht drum herum, ist O von n Quadrat. Wie gesagt, durch so ein paar Tricks tritt das aber selten auf. Quicksort. Ich mal so. Ist ein guter General-Purpose-Algorithmus, also sagen wir für allgemeine Zwecke, wenn ich nicht weiß, wenn ich keine Vorinformationen über die zu sortierenden Folge habe. In der Praxis doppelt so schnell wie Merge Sort. Und häufig macht man so, wenn ich so einen allgemeinen Algorithmus, einen allgemeinen Sortieralgorithmus implementiere, baue ich da sozusagen sowas ein, dass ich sage, bis n gleich 20, sage ich mal, verwendet man sowas Einfaches wie Insertion Sort. Und n größer 20, da wird dann irgendwie Quicksort gemacht. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, das Ganze ist jetzt rekursiv. Da werden Sie auf die Nase fallen, wenn ich Ihnen zu große Zahlenfolgen gebe. Darum noch ganz kurz, da gehen wir aber jetzt nicht mehr ganz groß drauf ein, weil die Zeit um ist. Eine rekursive Variante, dass ich halt auskomme ohne Rekursion. Struktur ist vollkommen identisch. Man merkt sich sozusagen nur die Grenzen der Teilbereiche oder der Teilfolgen, die ich dann zu sortieren habe oder die ich zu untersuchen habe, merkt man sich halt sozusagen in einer anderen Datenstruktur. Typischerweise macht man das in so einem Array oder einem Stack. Ich habe Ihnen hier mal den Code angegeben für den Quicksort iterativ, ja, wo ich im Prinzip hier verwalte ich quasi mit diesem KL und KR, das sind sozusagen die linken und die rechten Grenzen der Teilfelder, die ich zu untersuchen habe, die speichere ich mir hier, ich habe das hier als Stapel realisiert, als Stack, und rufe dann sozusagen immer das auf, packe die dann gegebenenfalls hier auf den Stack drauf, je nachdem, wie sich das hier verhält. Ob ich eine weitere Aufteilung machen muss, dann packe ich da sozusagen weitere Bereiche drauf. Das Ganze mache ich in der Schleife, sozusagen, solange ich noch Elemente auf meinem Stack quasi drauf habe. Das aktuell untersuchte Element ist sozusagen mit den Intervallgrenzen links, L für links, R für rechts.
Die hole ich mir hier quasi aus dem Stack heraus. Ja, dann führe ich die Partitionierung durch. Ja, und dann, wie gesagt, berechne ich die halt neu. Ja, auch das sollten Sie implementieren, können Sie im Prinzip fast so direkt übernehmen. Sie müssen bei C halt aufpassen, bei C++ ist das glaube ich auch so, bei Java weiß ich gar nicht mehr ganz genau, wo fängt das Array eigentlich an? Ist das erste Element A von 0 oder ist das erste Element A von 1? Bin ich jetzt nicht mehr ganz sicher. Bei C ist es A von 0, da geht es von 0 bis n minus 1, wenn ich ein Feld der Größe n definiere. Da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Ich habe es hier glaube ich immer von 1 bis n gemacht. Ja, da müssen Sie, an der Stelle müssen Sie mitdenken.